Hey, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Eroshiva und das ist Pineview Drive. Ich bin bei Tag 2 gelandet und mag die Musik gerade nicht. Es fängt ja schon gut an wieder, oh Gott. Der Schatten ist ja unheimlich. Guck mal. Das eine Art Rätsel ist? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Jetzt wird es langsam wieder hell draußen. Aber Leute, ganz ehrlich, ich finde es sau dunkel. Machen wir ein bisschen heller, oder? Ich habe gesehen, auf YouTube ist es noch dunkler geworden. Jetzt soll es besser sein. Es ist halt, dass wenn es immer so dunkelt noch. Ich will raus. Ich gehe mal raus. Das ist mir gerade hier zu anstrengend mit diesem. Ah, ein schöner Morgen. Fröschchen. Fröschchen ist noch da. Sehr schön. Wow. Gruselig. Aber es sieht irgendwie echt schön aus, ne? Ich bin nur gerade verwirrt, weil eigentlich müsste doch die Sonne jetzt aufgehen. Hä? Das Tor ist offen. Hä, wieso ist es jetzt schon wieder Nacht? Sag nicht, der Typ schläft am Tag und rennt immer nur nachts in der Gegend rum. Oh nö. Ich sehe immer noch nichts. Jetzt wird es langsam besser. Mein Monitor ist, glaube ich, auch recht dunkel eingestellt. Bin mir nicht sicher. Oder ich bin so schreckhaft. Ich mag's nicht, wenn's dunkel ist. Hallo Schlange. Ich weiß gerade gar nicht, wo ich bin. Wo bin ich denn? Ich sehe nix. Hallo? Ich bin im Gebüsch. Tja. Ich bin verwirrt. Ich habe gedacht, es würde jetzt wieder hell werden. Ehrlich gesagt. Tja. Und ich weiß gerade gar nicht, wo ich bin. Hallo. Hä? Wo bin ich denn? Das ist eine Wand, okay. Die Taschenlampe hält halt auch nicht mehr lange und die ist halt auch nicht irgendwie. Ich meine, der leuchtet nur am Boden, guck. Ein Stein. Jetzt ist sie ausgegangen, die Taschenlampe. Tja. Ich will eigentlich wieder ins Haus, aber ich. Ich bin gerade irgendwo hingerannt.
Und habe keine Ahnung, wo es zum Haus geht. Ich weiß auch nicht, ob die Zeit jetzt weiterläuft. Soll man so wenig sehen? Das ist ja echt... Ich glaube, ich mache das hier falsch gerade. Ich spiele es falsch. Tja. Ah, wieder eine Wand. Okay. Ich laufe mal der Wand entlang. Dann müsste ich ja eigentlich... beim Tor rauskommen. Und wenn ich beim Tor bin, kenne ich mich wieder aus. Hä? Ich bin total verwirrt. Ich war mir ganz sicher, dass ich jetzt halt aufwache und dass es hell ist. Und nicht, dass ich schon wieder in der Nacht spiele. Irgendwie ganz komisch. Seht ihr was? Ich sehe gar nichts. Oh Gott. Es tut mir so leid. Das muss so langweilig für euch gerade sein. Eroshiva rennt in der Dunkelheit rum. Kein Mensch sieht irgendwas. Ist jetzt auch nicht so gruselig, weil ich mich einfach nur verlaufen habe. Oh, scheiße. Kann ich die Streichhölzer, Hölzer irgendwie anzünden? Streichhölzer. Es ändert irgendwie aber auch nichts. Ist nicht heller geworden. Null. Hauseingang. Oh. Die ist ausgegangen, die Taschenlampe. Da ist die Mauer. So, ich laufe jetzt mal entlang. Entlang, entlang, entlang. Ach Gott. Error, Shiva. So ein Error. Wartet, ist das das Tor? Das ist, glaube ich, das Tor, oder? Dann... ist doch da das Haus. Hä? Oder ist das jetzt das andere Tor, was da im Hof ist? Neun Minuten und ich irre hier rum. Es ist echt so blöd. Es ist so blöd. Ich habe gedacht, ich gehe in den Garten. Perfekt. Am Tag, da ist es bestimmt schön im Garten. Da können wir uns ein bisschen umschauen. Was ist das? Warte mal, hier ist so eine Statue. Dann ist doch hier irgendwo das Haus. Tag 2. Eroshiva rennt nur im Garten rum und bringt nichts zustande. Hä, wieso ändert sich jetzt die Musik? Das ist das Haus? Das ist das Haus!
ist ein Fenster. Ich glaube, die Zeit vergeht sogar trotzdem. Ich sehe halt null. Komische Geräusche höre ich, aber ich sehe gar nichts. Null. Ist langsam ein bisschen doof, oder? Mit mir hier so im Garten rumzuirren. Ich überlege gerade, ob ich das schneiden soll jetzt. Also pass auf, ich mach's so. Sollte jetzt dann noch irgendwas Spannendes im Garten passieren, während meiner Suche zum Hauseingang, dann lasse ich das an dieser Stelle. Und ansonsten suche ich jetzt einfach kurz weiter, wo dieser blöde, verdammte Hauseingang ist. Und werde es schneiden und dann sehen wir uns am Hauseingang wieder. Okay? Irgendwie... Es ist gerade ganz schön doof. Gut, dann bis gleich. Hey, da bin ich wieder. So, ich habe den Bildschirm ein bisschen anders eingestellt. Jetzt sehe ich auch was. Und den Raum noch etwas mehr verdunkelt. Jetzt ist es viel besser. Und ich laufe gerade am Haus herum. Hab gerade Batterien mitgenommen. Und kenne mich jetzt aus. Ich weiß nämlich jetzt, wo der Hauseingang ist. Haha. Sehr geil. Da ist er. So. Oh, was für eine Scheiße. Wieso ist das Licht wieder ausgegangen? So. Tada! Die Säule war doch noch nicht da. Da war doch nichts gestanden. Die Säule war sicher nicht da. Bei dem Bild bin ich mir auch gerade nicht sicher und bei der Blume auch nicht. Keine Ahnung. Na gut. Dann laufen wir jetzt mal im Haus rum. Fidibum. Da ist die Wand kaputt. Zack. So, Kerze anmachen. Bisschen romantisch. Schauen wir mal hier rein. Alles wieder ausgegangen, meine Güte. Hä? Der Schatten. Oh mein Gott. Okay. Batterien. Oh, ich habe die immer noch an. Ich sollte vielleicht nicht alle Batterien schon an Tag 2 verschwenden. Interessant. Kann man die anmachen? Nee. Das sind einfach nur Fenster. Okay. Fenster, Fenster. Noch ein Fenster. Kann ich den Kamin anmachen? Nee, der ist zugemauert. Wahrscheinlich ist er irgendwann dann nicht mehr zugemauert. Ja gut, dann gehen wir mal weiter. Hier ist ja sonst nichts. Schups. Aha. Na, du Hübsche? Die Wand war doch noch nicht kaputt. Jetzt sind die Bücher wieder weg. Verwitzig. Die Bücher sind wieder weg. Okay. Dann habe ich es mir wirklich nicht eingebildet. Dann waren die Bücher wirklich nicht da am Anfang. So. Die ist zu. Ach so. Da ist die Tür. Tür nicht gefunden. Lichtschalter.
sich da gerade der Vorhang bewegt? Zigarren, guck mal. Gleich eine nehmen. Schön gemütlich machen. Kätzchen. Na du? Miezekatze. In jedem guten Gruselhaus darf das Klavier nicht fehlen. Kein Schlüssel. Ich habe noch zwei Schlüssel und weiß nicht, wo die hingehören. Und ey, die soll anbleiben, verdammt nochmal. Frechheit. Und die restlichen Schlüssel finde ich irgendwie nicht. Also lauter verschlossene Türen und ich habe trotzdem... Aber ich habe zwei Schlüssel, das ist irgendwie so doof. Ach ja. Ah ja, genau, das war hier. Dass das jetzt auch anders steht, ist auch interessant, die ganzen Möbel. Bin ich hier durch? Bin durch. Hui! Da ist immer noch nichts. Nö. Ich sollte vielleicht nicht die ganzen Streichhölzer verschwenden, aber irgendwie habe ich die ganze Zeit das Bedürfnis, es heller zu machen. Hier kann ich wahrscheinlich immer noch nicht rein, oder? Hä? Ach so, das ist der gleiche Lichtschalter. Okay, das ist eine Tür. Die ist zu. War ja klar. So. Ah, gucke mal. Voll das kleine Zimmer. War ich hier schon drin? Ich weiß schon gar nicht mehr. Ja, ja, ja. Hier war ich drin. Kiste. Ein Kästchen, meine ich. Hier habe ich doch die Taschenlampe bekommen. Wieso ist das Licht aus? Habe ich es wohl nicht angemacht. Tja, hier gibt's nichts. Zack. Was ist hier? Ach, mein Schlafzimmer. Genau. Genau. Tja. Dass das Licht immer wieder ausgeht, nervt mich gerade ein bisschen. Verschlossen. War ich jetzt nicht schon überall? Was war das? Habt ihr das gesehen? Dieses blaue, runde Ding? Da fliegen ganz viele. Da ist noch sowas. Vielleicht soll das ja Staub sein oder so. Keine Ahnung. Da ist noch so eins. Ich weiß gerade nicht, wo ich hin soll. Es passt kein Schlüssel. Im Haus war ich jetzt gerade in allen Räumen. Ich war doch in allen Räumen, oder? Hier war ich nicht. Wieso war ich hier nicht drin? Ich bin doch so gern beim Globus. Na du? Oh, Batterien. Na, Globus? Globussi. Ey! Nerv mich. Noch mehr Bücher. Tja. Ah, Schlüssel. Scheiße, sieht man den nur, wenn man dahin leuchtet mit der Taschenlampe und sonst merkt man das gar nicht. Ah, da muss ich die Taschenlampe viel öfter benutzen. Hallo? Falsche Taste gedrückt.
So, jetzt darf ich wieder alle Türen abgehen. Ich weiß nämlich wieder nicht mehr, welche die waren, die zu waren. Die ist zu. Zu. Offen. Zu. Aber dann muss ich jetzt noch mal genauer mit der Taschenlampe in den dunklen Ecken gucken gehen. Warte mal. Ist hier auch was? Nö. Was mich ja immer nervt, ist, dass ich die Taschenlampe habe. Und dass ich erst merke, wie sehr ich sie mag, wenn sie schwächer wird. Ich mache jetzt einen Speedrun. Ich kann ja auch hüpfen, ne? Kann ich ein bisschen Bunny Hopping machen. Hoppala. Oh, ich habe so gehofft, er passt für die Tür. Guck mal, neuer Raum. Ich habe es gerade gar nicht gepeilt, dass der neu ist. Die sehen alle so ähnlich aus. Noch ein Schlüssel. Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel. Kerze? Von da komme ich? Ja. Vielleicht passt's ja jetzt. Oh! Wieder nicht. Kenne ich schon. Kenne ich schon. Darf ich nicht. Okay. Oben fertig. Ich finde es so gut, dass man laufen kann. Jetzt konnte ich nicht mehr hüpfen, komisch. Ach! Ich glaube, hier konnte ich gar nicht hüpfen. Das war das Kuhspiel, wo ich hüpfen kann. Oh Mann! Doch, den kenne ich schon, den kenne ich schon. Aha! Aufgesperrt! So. Streichhölzer, sehr gut. Das Licht hier? Weiß nicht. Der Totenkopf da. Sehr gut. Wir hatten einen schönen Tag am Meer. Nachts wurden wir durch Geräusche im Haus wach. Ich konnte aber nichts entdecken. Tag 2 geschafft. Sehr gut. 10 Minuten im Wald, im dunklen Wald rumgeirrt. 10 Minuten Speedrun im Haus. Erschreckt habe ich mich nicht. Es ist irgendwie auch nicht wirklich was passiert. Das war irgendwie eine komische Folge, aber mir hat es trotzdem viel Spaß gemacht. Und ich glaube, ich bin motiviert, auch direkt weiterzuspielen, weil es war gerade gar nicht so schlimm. Gott sei Dank. Ich bin ja ganz froh. Der erste Tag war irgendwie so schlimm, finde ich. Okay, dann sehen wir uns am dritten Tag wieder. Danke fürs Dabeisein. Tschüss.